Ist das hier eine Vorstudie zur Mona Lisa? Wohl kaum. Aber ich sitze hier einfach neben einem echten Da Vinci und ich bin nicht in Paris oder in Florenz, sondern in der Hamburger Kunsthalle, quasi der Louvre des Nordens. Diese Zeichnung ist völlig unglaublich. So wenig Striche, aber so viel Ausdruck. Da Vinci studierte den Menschen wie kaum ein anderer. Ein Beispiel ist sogar auf meiner Versichertenkarte. Leonardo war vermutlich der erste Künstler, der den Menschen in all seinen Facetten gezeichnet hat, unter anderem auch Leute mit ungewöhnlichem Aussehen. Er hatte wohl immer ein Skizzenbuch dabei, wobei das hier vermutlich zu Hause entstanden ist. Groteske Dinge interessierten Da Vinci eh. Er soll eine Eidechse, Flügel, Hörner und ein Bart angeklebt haben und erschreckte seine Freunde damit. Leonardo, Meister der Geisterbahn.